Ja, hey, hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt im Modul zum Thema Atmung und Angst. Und nun möchte ich auf das Thema kommen, das ganz oft falsch verstanden wird. Wir atmen oft nicht zu wenig, sondern zu viel. Überatmen ist genauso schädlich wie Überessen. Überatmen meint, dass wir ein falsches Bild von einer tiefen Atmung haben. Wir haben das Gefühl, eine tiefe Atmung ist eine Atmung, die ein großes Volumen hat. Dann atmen wir ein großes Volumen ein, aber auch wieder ein großes Volumen aus. Das Problem bei diesem Überatmen ist, dass wir zu viel CO2 wieder ausatmen. Und jetzt denkst du, halt, halt, CO2 ist doch der Gegenspieler von Sauerstoff und Sauerstoff braucht doch mein System, jede meiner Zellen. Ja, richtig. Aber was eben in Vergessenheit geraten ist, ist, dass das CO2 sozusagen der Kellner ist für den Sauerstoff. Das heißt, wenn du jetzt also mit großem Volumen atmest, vielleicht auch durch den Mund atmest, dazu komme ich später noch. Dann nimmst du zwar viel Sauerstoff auf, aber das heißt nicht, dass der Sauerstoff automatisch da ankommt, wo er hin soll, nämlich in dein Gehirn, zu all deinen Zellen, in deine Organe. Was nämlich passiert, kannst du dir vorstellen, wie in einem Restaurant. Da ist zum Beispiel die Küche voll, also es gibt ganz viel Essen da, das ist wie, du hast genügend Sauerstoff eingeatmet. Die Kellner laufen herum, an den Tischen sitzen ganz viele Menschen, die warten auf ihr Essen, die haben alle Hunger. Das sind deine Zellen, deine Organe, deine Körperzellen. Und jetzt gibt es Kellner, die da herumlaufen mit vollen Tabletts. Das sind die roten Blutkörperchen. Nur, die stellen die Teller nicht auf die Tische. Die laufen einfach dazwischen herum. Und das ist genau das, was das CO2 im Blut macht. Das CO2 katalysiert, also regt an, dass die roten Blutkörperchen den Sauerstoff abgeben und eben CO2 aufnehmen und nicht einfach mit ihren Sauerstoffmolekülen im Kreis turnen. Wenn wir jetzt also zu stark atmen, also überatmen, dann haben wir genau diese Situation. Genügend Sauerstoff im Körper. Und trotzdem leiden unsere Zellen und unser Gehirn unter Sauerstoffmangel auf eine Art. Und das führt genau zu diesen Symptomen. Also neben diesem inneren sicheren Raum, den du als Bild dann abrufen kannst, geht es jetzt darum, die Atmung eben bewusst zu üben, weil wenn du es nicht übst, dann hast du keine Referenz. Das ist genau wie beim inneren sicheren Raum. Also du musst es ein paar Mal üben, damit du dann, wenn du in einen Zustand kommst, wo du merkst, die Angst schleicht sich an, du merkst, jetzt sind solche Situationen wieder entstanden oder du siehst sie vor deinem inneren Auge, wie du sie hoffentlich auf dem Arbeitsblatt ausgefüllt hast. Also diese Trigger, die bei deinem Gehirn diese Spirale auslösen, damit du dann diese bewusste Atmung einsetzen kannst. Und dann bitte mach nicht einfach diesen. Also wenn sich dein Oberkörper extrem bewegt, überatmest du. Ja? Tiefe Atemzüge, da bewegt sich der Bauch, aber nicht jetzt hier, da ist keine große Aktion. Das übe bitte, damit du das dann in diesen Situationen auch abrufen kannst. Genau. Ja, und dann möchte ich noch einen Buchtipp geben. Das Buch heißt Breath, Atem von James Nestor und der Untertitel ist Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atems. Es ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Es gibt es auch als Hörbuch. Ich bin ja Hörbuch-Fan. Bei den allermeisten kann man das eben trainieren und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen.
Also ich werde auch einen Kurs dazu machen. So ab Oktober, November wird es den dann geben. Also nicht in der Akademie, sondern außerhalb. Genau, aber das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir wirklich vergessen haben. Und eben diese, im Spitzensport wird das entdeckt.